Heute geht es um Gating-Codes und welche Fallen auf dich warten bei Amazon, wenn du neue Artikel mit gültigen GS1-Barcodes erstellen willst, weil das geht auch nicht immer völlig unproblematisch. Dieses Video ist in Zusammenarbeit mit GS1 Germany entstanden. Und hier kannst du mittlerweile mit dem Smart Starter 10 für nur 55 Euro ein 10er Paket legale Gating-Codes bestellen, die im Normalfall auch auf Amazon funktionieren sollten. Aber es gibt so ein paar Fälle, wo das leider nicht so ist. Na, stell dir vor, du hast gerade dein neues Paket Gating-Codes bei GS1 Germany bestellt und voller Freude willst du diese Codes jetzt bei Amazon mit einem neuen Produkt verknüpfen. Das heißt, du gehst zu Amazon, listest ein neues Produkt und da wird natürlich typischerweise nach dem gültigen Gating-Code gefragt. Und da können drei Fehler auftreten. Fehler Nummer 1, dein Gating-Code wird angeblich schon von einem anderen Produkt belegt. Wie kann das denn sein? Ich habe doch gerade eben erst diesen Gating-Code bekommen von GS1 Germany und jetzt ist dieser schon belegt. Das ist leider so, wenn ein anderer Seller sich illegalerweise dein Gating-Code ermächtigt hat. Vielleicht einfach nur durch Ausprobieren. Ja, mit ein bisschen Geduld. Ja, und vielen, vielen fleißigen Händen kann man ja ohne Ende versuchen, Gating-Codes zu generieren. Und möglicherweise wurde dein Code gerade generiert, was für ein Zufall, und mit einem anderen Produkt verbandelt. Und wir wissen alle, Gating-Codes sind einmalig. Das heißt, es darf auch nur einmal auf Amazon benutzt werden. Und wenn jemand anders eben seine Powerbank damit verkauft, obwohl du den Gating-Code für Babyhandtücher vorgesehen hast, ist dieser futsch. Denn der Artikel, der ist bereits dort mit der Nummer verheiratet. Auch wenn dieses illegal genutzt wird. Was du tun kannst, ist natürlich der erste Schritt, schreib den Seller Support bei Amazon an und schau, dass das Problem so gelöst werden kann. Wenn das nicht funktioniert, dann bitte bei GS1 Germany anfragen, ob die helfen können. Im ungünstigsten Falle kann so eine Supportanfrage mehrere Wochen dauern. Wir kennen das alle. Amazon ist ja nicht wirklich der schnellste Kandidat für die Lösung solcher Probleme. Und jetzt stell dir vor, du lässt gerade neue Ware in China produzieren und der Verpackungsdesigner ist in der finalen Phase. Er braucht jetzt den Barcode für deine neue Schachtel. Und du kannst jetzt nicht 2 Wochen warten, bis Amazon vielleicht das Problem gelöst hat. Vielleicht aber auch nicht. Mach es kurz und schmerzlos. Du hast noch andere Barcodes. Hast du das 10er Set von GS1 Germany gekauft? Hast du noch 9 weitere? Die solltest du nutzen. Also nimm einen von den 9 verbleibenden und löse das Problem später. Weil du kannst nicht warten. Und tu dir selbst einen Gefallen. Leg das Produkt an, bevor du die Schachtel drucken lässt. Stell dir vor, die neue Verpackung ist in Druck. Die 2000 Einheiten sind ready. Und dann stellst du fest, wenn du dann den Artikel bei Amazon anlegen möchtest, dass der Barcode gar nicht verfügbar ist. Was für ein Desaster. Das heißt, du müsstest entweder die Schachtel neu drucken lassen oder alle Barcodes nochmal überkleben. Und das willst du garantiert nicht. Also, vorher Artikel anlegen mit deinem niegelnagelneuen GS1 Barcode und dann schauen, geht es durch, der Artikel ist angelegt und dann kannst du den Barcode, der aus diesem Gating-Code generiert wird, dann nach China zu deinem Verpackungsdesigner schicken, der das dann entsprechend brieft und einarbeitet. Ein weiteres Problem könnte sein, dass du die Fehlermeldung bekommst, das Produkt passt nicht zum Gating-Code. Und da stellt sich die Frage, woher will Amazon das denn wissen? Und ganz einfach, Amazon hat eine Schnittstellenverbindung, die nennt man GPIR, zu GS1 und kann ziemlich genau identifizieren, wem gehört eigentlich dieser Barcode. Das Produkt notwendigerweise erkennt Amazon in dem Step nicht, aber schon, wer ist denn jetzt eigentlich Registrar dieses Barcodes? Und wenn der nicht mit dem Seller übereinstimmt, dann kann es durchaus sein, dass du dort die Fehlermeldung bekommst. Lösung dieses Problems ist, verbinde auf jeden Fall deine Gating-Codes mit dem GPIR-System. Das kannst du ganz einfach machen, entweder im Backend von GS1 oder aber du schreibst einfach dem Support von GS1 Germany mit der Bitte, diese Funktion zu aktivieren. Und dann hast du es deutlich einfacher mit Amazon. Manchmal ist es auch so, dass die Daten bei GPIR noch nicht hundertprozentig synchronisiert sind. Das heißt, wenn du ganz neu die GS1-Codes bekommst, dann kann sein, dass diese Informationen noch nicht in GPIR hinterlegt sind. Amazon fragt die direkt ab und stellt fest, hey, die sind noch nicht da, ich habe keine Informationen, ich lehne es lieber erstmal ab.
Ja, manchmal hilft es, wenn man das dann ein oder zwei Tage später nochmal versucht, dann könnten die Codes auch durchgehen. Der dritte und der letzte Fehler könnte sein, dass die Nummer, die ich eingebe, also die GTIN-Nummer, zu kurz ist. Das liegt einfach daran, dass die GTIN-Nummern normalerweise 13-stellig sind und ERN-Nummern 14-stellig. Das Problem löst man einfach damit, dass man einfach vor dem gültigen GTIN-Code eine 0 setzt, so dass man wieder auf 14 Stellen kommt. Du kannst aber auch anstatt GTIN-Auswahl die ERN-Auswahl treffen und dort sind dann wieder die 13 Stellen möglich. Was du allerdings niemals machen solltest, du solltest niemals UPC anwählen, weil das ist ein Format, was wir hier in Europa nicht nutzen. Entweder GTIN mit 14 Stellen oder ERN mit 13 Stellen. Ich hoffe, ich könnte dich ein bisschen sensibilisieren in Bezug auf GTIN-Nummern und Probleme, die du auf Amazon bekommen kannst. Und vor allen Dingen nochmal mein Appell hier. Bevor du etwas in China in Druckauftrag gibst, solltest du unbedingt vorher das Produkt bei Amazon anlegen und schauen, ob der GTIN-Code wirklich angenommen wird. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gerne Daumen nach oben, den Kanal abonnieren, die Glocke drücken, dann kriegst du kostenfrei eine Information, sobald hier ein neues Video online geht. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.